an mit ein bisschen Musik. Lass dir Zeit, lass dir Zeit, dass es werden kann, was es soll. Lass dir Zeit, lass dir Zeit, dass es wachsen kann und reifen. Lass dir Zeit, dass es werden kann, was es soll. Lass dir Zeit, dass es wachsen kann und reifen. Frag dein Herz, was es fühlt, frag es, was du wirklich willst. Frag dein Herz, es sagt dir, wohin die Reise geht. Frag dein Herz, was es fühlt, frag es, was du wirklich willst. Frag dein Herz, es sagt dir, wohin dein Weg dich führt. Lass dir Zeit, dass es werden kann, was es soll. Lass dir Zeit, wachsen kann und reifen. Lass dir Zeit, dass es werden kann, was es soll. Lass dir Zeit, dass es wachsen kann und reifen. Herzlich willkommen zu unserem Workshop heute hier, Harmonie und Positionierung. Ich freue mich voll, dass ihr hier seid. Es gibt wahnsinnig viel Programm heute. Wir sind ja mittendrin im Samstag und ihr seid trotzdem hier. Das freut mich total. Genau, und ich gehe jetzt, also dieser Workshop soll weniger große politische Themen aufrollen oder Zusammenhänge. Das habe ich in meinem Vortrag gemacht zum Thema Ukraine. Sondern das ist eigentlich etwas, was eher davon handelt, wie wir selber mit allen Dingen umgehen, die uns bewegen und wie wir selber ins Tun kommen und was uns vielleicht hindert. Und ich gehe jetzt sehr mit dem Moment auch. Also ich mache jetzt nichts, was ich so auswendig gelernt habe oder so, sondern gehe mit dem, was ich jetzt fühle, das dran ist. Werde ein bisschen was über mich erzählen einfach, Harmonie und Positionierung und danach in einen... Wir sind zu viele für einen Redekreis. Ich würde das gerne in eine andere Form umlenken, die moderiert bleibt, wo ich also auch Input reingebe und das moderiere. Genau. Ja. Harmonie und Positionierung ist für jeden Menschen woanders eine Baustelle. Deswegen ist das, was ich jetzt erzähle, einfach meine. Vielleicht meine Baustelle oder meine Version, was ich gerade spannend finde, und das, was ihr dann reinbringt, kann was anderes sein. Ich bin Journalistin, ich bin Musikerin und ich befasse mich mit, ja, ihr wisst vielleicht schon, mit interkultureller Kommunikation, mit Frieden, mit Propaganda, Gesellschaft, diesem ganzen Themenkomplex. Und dieses Thema mache ich deswegen, biete ich deswegen an, weil ich das Gefühl habe, dass wir nicht mehr, also dass wir Probleme haben, frei zu sprechen oder auch miteinander, wenn es reibt oder wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, miteinander in einen fruchtbaren Diskurs zu gehen, ohne Angst zu haben. Das hat natürlich was mit den Medien zu tun, das hat ganz viele Gründe, so eine Entwicklung. Aber jetzt geht es weniger um die Gründe, sondern darum eben, was wir damit machen. Und wie man da vielleicht rauskommt. Und was ich erzähle, jetzt ist auch einfach ein Beispiel oder etwas aus meinem Leben, wo ich diese Reibung auch spüre. Das sind Themenkomplexe, die hier auf dem Festival sich sehr gut verstehen. Das ist zum Beispiel Spiritualität oder ein ganzheitlicher Ansatz, ein extrem gefühlsbetonter Ansatz und demgegenüber ein sehr mentaler Ansatz, ein sehr analytischer Ansatz. Und ich merke das in meiner eigenen Arbeit, dass es, ich brauche beides. Und ich versuche beides miteinander ins Gleichgewicht zu bringen, weil ich mir das schuldig bin.
So. Und ich merke manchmal, dass ich dann ganz völlig unterschiedliche Resonanzen aus der Welt bekomme. Also es kann sein, dass nach einem Vortrag Leute sehr analytische Themen oder analytisches Wissen mit mir Lust haben zu besprechen, was mich total freut und super interessiert. Und kann sein, dass nachdem ich gespielt habe oder einen Workshop gegeben habe, Leute über das Körperbild im Yoga mit mir reden wollen oder was ganz anderes. Oder eben über die Gefühlswelt oder über die Intuition oder die persönlichen Beziehungen. Und das geht so weit, dass, also ich würde sagen, ich würde mir wünschen, dass wir Formen finden, wie Männer und Frauen, und jetzt spreche ich archetypisch, weil ein bisschen gendern ist okay. Es gibt Menschen, die fühlen beides, es gibt Menschen, die fühlen sich da jetzt nicht angesprochen in diesem polaren Ding. Aber mehrheitsmäßig, dass wir was finden, wie Männer und Frauen zusammen über Politik reden können, weil es ist teilweise gar nicht so einfach. Und das brauchen wir aber, damit es Frieden gibt, weil ich empfinde das Weibliche als sehr, sehr intuitiv. Ich als Frau würde sagen, ich stelle mir oft die Frage, wer sagt was, warum? Was bewegt die Leute? Was motiviert einen Politiker und so weiter? Ich gehe stark auch mit der Intuition ran. Was treibt einen überhaupt an, irgendwas zu sagen? Ich gehe sehr stark auf Kontext, Zusammenhänge, mache dann weite gedankliche Sprünge. Und ich sehe im archetypisch Männlichen die Stärke, eine Analyse ganz tief durchzuziehen, bis zum Ende, bis man die nicht mehr umschmeißen kann. Also wirklich richtig fundiert. Und das ist genauso wichtig. Das ist jetzt ein Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Und es kann jetzt sein, dass man dann zusammen über so ein Thema spricht und der eine auf die eine Weise argumentiert und der andere auf die andere, und es dann zu einer Abwertung kommt oder zu einer Irritation. Und sagt, ach du mit deinem Kram. So, und da hätte ich gern was anderes, dass man sagt, oh wow, okay. So, das ist ja wertvoll. Das habe ich ja, so habe ich es noch nie angepackt. Das ist ja super, wenn man es so anpackt, ja, dann ergänzt sich das. So, genau. Wenn man es also weiterfasst, könnte man für die gefühlsbetonte Herangehensweise auch sagen, die beziehungsbetonte Herangehensweise. Das ist im Privaten mit meinen Beziehungen, hat das was damit zu tun, auch mit Krieg und Frieden. Haben wir, wenn wir Mann-Frau-Beziehungen in Heilung bringen, wenn wir das geschafft haben, ist dann automatisch vielleicht Frieden. Hängt es vielleicht zusammen, das ganze Aggressionspotenzial, wer weiß. Solche Überlegungen. Und da kann man unterschiedlich zustehen. Ja, und die zweite Ebene natürlich, die ich persönlich erlebt habe, ist, dass es schwierig ist, in den Medien Dinge unterzubringen, dass es Probleme gibt, wenn man über eine Großmacht sehr positiv berichtet oder überhaupt irgendwas Schönes findet, was dort passiert und darüber eine authentische Story machen will, und das seit Jahrzehnten. So, das heißt, es gibt einfach Schwierigkeiten, offen zu berichten, und das macht eine Schieflage im Land vom Wissensstand her, und dadurch entstehen wieder Probleme, wenn man sich selbst also mitteilt mit seinen Positionen, weil sehr viel Framing unterwegs ist. Und die These, die ich gerne untersuchen würde, ist, Harmonie und Positionierung gehört zusammen. Also nur wenn ich mich positioniere, wenn ich die Reibung riskiere, dann kann ich in Harmonie sein. Und wenn ich die Reibung nicht riskiere, sondern versuche in Harmonie zu sein, weil ich mir Harmonie wünsche, dann werde ich die Harmonie verlieren. Und die Position auch noch, die erfährt dann auch keiner. So. Und das eigentlich, das soll als Aufhänger eigentlich genügen. Ich würde gerne mit euch ins Gespräch darüber kommen. Ich würde das moderieren und das mit Musik auflockern, beziehungsweise im Anschluss noch ein Mitsingen anbieten. Genau. Und ja. Das Gespräch würde ich jetzt auch nicht filmen, außer jemand möchte jetzt etwas sagen, was gefilmt werden soll, der darf anfangen, ansonsten würde ich mit dem Filmen tatsächlich aufhören.